Nee, Mama, ich will noch heute einen Tag in meiner Komfortzone bleiben. Ich möchte den ganzen Tag rumeiern hier in meinem Schlafzimmer, nichts machen, nur rumliegen. Am besten nicht arbeiten, kein Geld verdienen, nur rumlümmeln. Hat irgendjemand mal erwähnt, dass unser Held Jupp einfach nur 11 Jahre alt ist? Was hat Cindy eigentlich für ein Item mit? Ach ja, Überreste waren das ja. Was hat sie für eine Fähigkeit? Das möchte ich gerade mal gucken. Hat sie Steinhaupt? Ja. Das ist nicht schlecht. Ha! Geben wir Cindy mal die Überreste zurück. Das macht sie so ein bisschen überlebensfähiger. So, bevor wir uns dann hier ins Getümmel stürzen, würde ich sagen, wir brauchen noch ein paar Pokebälle. Ich erweitere einfach mal die Regel. Ich habe ja gesagt, dass das erste Pokémon, das man auf einer Route trifft, gefangen werden muss. Ist natürlich unsinnig, wenn wir das erste Pokémon hier nicht fangen können. Deswegen erweitere ich das einfach mal aus auf das erste Pokémon, was wir treffen, wenn wir jetzt hier den Spaß nochmal gemacht haben, wenn wir jetzt nochmal runterlaufen. Gengar ist da. Moin, Gengar. Was ist los bei dir? Schreckst zurück? Ist Angst vor Cindy, oder was? Ja, da werde ich an deiner Stelle aber auch ein bisschen schiss, weißt du was? Gengar wurde besiegt. Cindy erhält Erfahrung. Ding, 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 ding. Cindy erreicht Level 6. Jawohl. Ach, dieses arme Gengar ist jetzt gestorben. Ach, diese Musik, die ist so schön. So schön. Ich zerfließe gerade vor lauter Schönheit dieser Musik. Ein Kuhapsel. Hallo Kuhapsel. Wie geht's dir? Ich beiß dich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schnell zu Ende ist, wenn ich einfach mal bei Cindy statt bis dann eben Raserei einsetze. Dann ist dieses Spiel sofort vorbei. So, Initiative sinkt jetzt. Und Überreste. Ja, es läuft ja bisher ganz gut. Beste. Er benutzt wieder Blubber, das heißt, unsere Initiative ist ein wenig gesenkt worden von dem Drecksvieh mit diesem komischen Kreisel auf dem Bauch. Wenn man das ganz schnell auf so ein Rad. Man, stell mal vor, so Glücksrad, kennt ihr ja noch, ne? Mit von wegen. Nee, das war Dalli Dalli, das war was anderes. Mit am Ende so, das war Spitze! Nee. Das war übrigens meine Matrix damals. Ja. Man glaubt es kaum. Nee, das erste Pokémon, was ich treffe, wenn ich Pokébälle gekauft habe, das muss ich fangen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, gib mir mal bitte. Normalerweise kaufe ich immer 10. Ja, habe ich schon mal ausgesorgt. Brauchen ja sowieso nicht so viele. Okay, was heißt denn fangen? Ich würde gerne mal Sachen fangen, weil man muss ja relativ viel fangen, damit man so einen Spaß wie den EP-Teiler oder den Detektor kriegt. Das werde ich wahrscheinlich auch noch angehen, aber ich darf es dann eben nicht zum Kämpfen benutzen, sondern das muss direkt auf die Bank. Nicht über Los, keine 10.000 Mark. So, mal gucken, was das erste Pokémon ist, was wir hier auf der Terrasse hier antreffen. Ja, schau mal an. Willkommen in unserem Team. Quapsel. Toll, ein Quapsel. Aber ich glaube, ich habe das so eingestellt, dass es einen gewissen Pool von random Pokémon gibt, der dann immer wieder kommt. So wie jetzt hier Gengar oder Quapsel. Gengar haben wir ja schon mal gesehen. Und die sind dann immer wieder da. So, ach so, wir haben schon 5 gehabt. Scheiße. Naja, ist ja egal. Jetzt hätten wir Gengar fangen müssen. Ich glaube, mit Quapsel sind wir ein bisschen schlechter dran als mit einem Gengar. Jupp setzt Pokéball ein. Und Quapsel wurde gefangen. Oh Mann. Für Quapsel wurde ein Eintritt im Pokédex angelegt. Quapsel ist eine Kaulquappe, 0,6 Meter groß, 12,4 Kilo schwer und seine glatte schwarze Haut ist dünn und feucht. Ich sag's nicht. Teilweise sind seine Innereien als spiralförmige Muster sichtbar. Ich sag's immer noch nicht. So. Codename für Quapsel. Das ist eine Flöte und die werde ich auch so nennen. Flöte. Wo ist denn klein? Scheiße. Ist ja irgendwie scheiße. Wo sind mal die Umlaute hier? Ach, unten rechts. Ja, die hätte ich auch sehen können, ne? Flöte. Flöte. Willkommen, du Flöte. Die kleine Flöte. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. Hauen mal ein paar Gengars um. Ein Nachtara. Der Wahnsinn. Da wäre mit Cindy total gut gestellt. Scheiße. So, Nachtara setzt guten Schlag ein. Verteidigung von Cindy sinkt. Dann nochmal. Rechte Hand? Alleine? Nimm mal. Sei die jetzt komplett durch hier, oder was? Nochmal rechte Hand.
Ach, Schwester Joy setzt rechte Hand ein. Ha, 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 ha. Ho, ho, ho. Ihr wisst, was ich damit meine. Mal wieder, es ist so pervers. Warum fange ich wieder mit so einem Mist an? Genauso wie am Anfang mit diesem Abstreifer. Da könnt ihr euch noch an den Abstreifer erinnern. Das war ja eine richtig fiese Geschichte. Warum kommt sowas? Warum? Aber ich habe da ja gar keine Schnitte drin. Ich habe jetzt übrigens... Ich trage heute meine Abendgarderobe, das heißt mein Hulkamania-T-Shirt. Ja, mehr nicht. Also dann noch eine Hose und so ein Blödsinn. Alles, was man so tragen muss, damit man jetzt nicht von der Polizei angehalten wird, wenn man draußen alleine auf dem Auto sitzt und dann tanzt und dann singt. I came in right like a wrecking ball, während jemand anders fährt. Nee, ich habe dann mehr Garderobe schon an, ist schon wichtig. Muss man auch machen. Selbst wenn man zu Hause ist. Ich habe ja gedacht, wenn man so alleine wohnt, wird man den ganzen Tag nackt durch die Wohnung laufen. Macht man nicht. Warum sollte man das tun? Das ist voll scheiße. Das ist richtig scheiße. Das macht niemand. Fühl dich mal selber angesprochen. Wenn du... Dann möchte ich jetzt aber auch mal ein paar Meinungen hören. Weil, machen wir ja gerne mal. Pokémon ist ja auch so ein bisschen Meinungsdings. Also, wenn du eine eigene Wohnung hättest, würdest du den ganzen Tag nackt durch die Wohnung laufen? Wenn du eine eigene Wohnung hast, läufst du den ganzen Tag nackt durch die Wohnung? Macht kein Mensch. Niemand. Ich kenne niemanden, der sagt, so von sich sagen würde, ja, heute bin ich mal nackig schlafen gegangen, wir haben nächsten Tag aufgestanden und meine Güte, ich habe ja gedacht, das wird ein Jogginghosentag, aber ich habe mir noch nie mal eine angezogen. Hat noch nie jemand gesagt. Noch nie. Ich kenne niemanden, der das gesagt hat. Wenn du das gesagt hast, ist das cool. Das ist dein Leben, Mann. Welcher Schlüssel passt wohl? Es ist einfach so geil, dass wir eine Cindy mit Überresten haben. Ich versuche mal bis, zieh das mehr? Natürlich nicht. Aber der Gegner könnte theoretisch zurückschlecken. Schlecken. Schrecken. Ed von Schleck. Kennt jemand von euch noch Ed von Schleck? Ich fand das immer eklig. Alle Leute meinen, oh lecker, Ed von Schleck. Ja, das musst du unbedingt mal probiert haben, Matty. Und ich hab das gegessen, hab gedacht, sag mal. Hackt's bei euch? Überreste von Cindy füllte einige Kräftepunkte auf. Das ist schön. Ich fange jetzt einfach mal das Vieh. Und die Pokémon machen wir einfach mal so. Ich glaube, dann ist das ein Kompromiss, mit dem jeder leben kann. Die Pokémon, die nicht fürs Team geplant sind, werde ich dann einfach nur durchnummerieren. Damit ich dann auch keinen persönlichen Bezug zu denen habe. Das ist ganz wichtig. Normalerweise sagt man ja, Nuzlocke, man muss ja alles benennen, was so im Team bleibt. Damit man so einen persönlichen Bezug zu den Viechern aufbaut. Und ihr wisst ja bei mir, ihr habt ja schon mal wahrscheinlich schon, hoffentlich, Saphir geguckt bei mir. Wäre ja schön. Ist eine Menge passiert und hat auch viel Spaß gemacht. Da war es ja wirklich so, dass ich eine persönliche Bindung zu all meinen Viechern hatte. Bei Pokémon Blau war es sogar noch viel mehr. Wenn wir mal überlegen, hier Cojones zum Beispiel. Oder hier Dachluke, Gaypub, Bosch. Thrombose jetzt vielleicht nicht ganz so. Und dann das Vieh, das ich immer vergesse. Freibier. Freibier. Ja, das war schon eine super Truppe. Und dann hinterher Victorinox, kennen wir noch Plextor. Petersilie. Das war ja... Dann gab es ja noch... wie hieß das? Elfriede? Das Donphan, das ich da hatte? Ich meine, es hieß Elfriede. Und Weilord hinterher hieß Erika. So, jetzt möchte ich aber auch mal, dass das Vieh drin bleibt. Können wir das einrichten? Nein, können wir nicht. Scheißvieh. Dreckiges Mistvieh, weißt du das? Ich meinte aber, ich hätte das alles auf komplett random eingestellt, aber so sieht's ja aus, dass jede einzelne Route so gewisse Verhaltensmuster bringt, so an Pokémon, die da mir entgegenspringen können. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Also, für mich ist das jetzt nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das für euch nicht schlimm ist, vielleicht sagt ihr ja, Maddie, das ist dann voll feige. Guck mal, ach, was süßen Krabi. Jetzt zieht das Guillotine und ich bin tot. Das sehe ich ja jetzt schon kommen. Dann würde ich das Spiel aber auch vorbei. Dann würde ich nicht mehr weitermachen. Nee, dann ist Pokémon Nuzlocke. Ist dann nur 3 Parts lang. Nee, das würde ich nicht einsehen. Nee, nee, nee. Gibt ja viele Sachen, die ich einsehe, aber das nicht. Obwohl, dann müsste ich das ja ganz umständlich mit... Wie hieß sie noch? Mit Flöte muss ich das noch machen. Oh, Flöte, Flöte, Flöte. Schnorch, schnorch, die Schnorch. Schnorch, die Schnorch. Ein Elekid. Wer braucht denn ein Elekid? Fand ich immer nervig, das Vieh. Sieht auch so komisch aus.
Und es schielt mich an. Oh, geil. Das ist super. Aber Cindy hat da überhaupt keine Fühlungsschwierigkeiten. Stimmt, Renate gab es damals noch. Mein Xatu. Oh ja, da erinnere ich mich gerne dran, an das Vieh. Renate, die damals überhaupt nichts konnte, bis sie auf Level 70 war. Und dann konnte sie Psychokinese. War das nicht sogar so, dass ich der... ja, das noch beigebracht habe per TM? Ich meine schon, weil mir dann irgendwann so auf den Zeiger ging, dass es überhaupt nicht kampffähig war. Ach du Scheiße. Das kannst jetzt... Das wird schwer. Okay, Bodyguard. Ist er nicht ein Unlicht-Pokémon oder ist er Psycho? Weiß ich gerade nicht, aber ich habe auch keine Lust, dem zu viel Schaden zu machen. Weil es dann nämlich sehr, sehr ekelig ausgehen kann für mich. Okay, bitte nicht. Oh, fuck! Was macht das Vieh jetzt gerade mit mir? So, machen wir... Okay. Das ist ja jetzt richtig Arsch. Okay, kann ich irgendwas machen, um... Ich kann es fangen! Komm her, du Arsch! Oh, nein! Nicht schon wieder Abgangsbund! Was soll der Scheiß denn? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das aussieht mit Abgangsbund. Geht das über mehrere Runden oder was? Komm rein in diesen Scheißball hier! Mann, bleib da drin! Du hast nur noch 2 Lebenspunkte! Was soll der Mist denn? Bodyguard von Gegner lässt nach. Was ist denn nochmal mit Abgangsbund lässt nach? Wie wäre das denn? Wahrscheinlich geht das nur eine Runde lang und ich bin ja, mach mir ganz unnötig Stress. Aber ich will auch nicht, dass Cindy umgebracht wird. Ach du Scheiße. Okay, nochmal ein Pokéball. Das wird nichts. Cindy? Sag mal, was ist das hier? Soll ich es mal riskieren? Das ist effektiv. Abgangsbund bringt Cindy um. Doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht. Oh Mann, ist das ein Scheiß hier. Ich glaube, hier gehe ich nicht mehr leveln. Hier gehe ich weg. Nö, das ist mir jetzt zu blöde. Scheiß wollen genau. Oh Mann. Alter, das wäre ja jetzt beinahe gewesen. 3 Parts und schon mein erstes Pokémon kaputt. Aber auch richtig feige. So richtig schön so. Ohne Skill. Einfach mal nur so. Guck mal, ich kann nicht umbringen. Arschloch. So. Ich möchte aber noch mehr Viecher fangen. Muss ja auch Hand und Fuß haben, wenn wir jetzt so eine Gang aufbauen, dass da noch ein paar mehr Leute drin sind. Bin froh, dass ich Woingenau nicht am Anfang gekriegt habe. Obwohl, dann hätte es in dieser Nuzlocke eine richtig schöne Szene geben können, wo Woingenau sich einfach mal selber umbringt und jemanden mitreißt. So, hier muss ich... Hier ist eine andere Route, das heißt, ich darf hier einen Pokémon fangen und das darf ich dann noch behalten. Scheiße, könnt ihr mir nicht ein gutes geben? Oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Ein Mogelbaum. Ja, genau, ein Mogelbaum. Der Wahnsinn. Ein Mogelbaum. Ja, benutzt dein Mimikry, mach das. Bring es. Ist in Ordnung. Man überlegt ja auch, ich habe es gerade überlegt, ja, wenn ich diesen Mogelbaum habe, ne, dann komme ich ja richtig gut durch den Vertania Wald. Kann ja die ganzen Käfer umboxen, ne, genau. Die 3, die es da gibt. Die 3 zufällig platzierten wahrscheinlich dann noch. Sag mal! Ey! Hallo? Das ist doch scheiße, warum kann ich hier überhaupt kein Vieh fangen? Komm. Jetzt nochmal da rein. Komm jetzt. 1. Ey, ich stech mir gleich mit der Gabel in der Hand hier. Was ist denn hier los? Mogelbaum setzt Biss ein. Mogelbaum ist feige. Scheiße. Übrigens, wenn Cindy jetzt wieder erwarten, doch sterben sollte, ne? Mann! Bleib in dem scheiß Pokéball drin, du Arsch! Wenn Cindy jetzt wieder erwarten sterben sollte, ne, dann darf ich aber die Überreste wegnehmen, ne? Das darf ich. Komm jetzt.
Ja. Ach, komm! Ah! Hey, das ist doch nicht euer Ernst hier. Ich will dieses scheiß Vieh doch einfach nur einfangen. Nee, eine Karte kann ich jetzt nicht benutzen. Das macht keinen Sinn. So, einmal bitte auffühlen. Mogelbaum setzt wieder Steinwurf ein. Mein Mogelbaum ist feige. Es muss auch irgendwie möglich sein, dieses Vieh da zu fangen. Wetten, jetzt mache ich Raserei. Volltreffer, Mogelbaum wurde besiegt. Ich dachte, die Angriffskraft von Raserei würde dann irgendwie steigen und so weiter. Aber nicht. Dann eben nicht. Dann nicht. Müsste sowas stehen wie... Ja, Cindy ist stärker geworden. Nee, Cindy wird hier nicht stärker. Cindy ist ein Arsch. Nur weil sie so eine schöne Tolle hat, fühlt sie sich toll. Tolle, tolle. So, jetzt habe ich nochmal... Jetzt ist aber Oberkante Unterlippe. Jetzt musst du in diesem scheiß Ball drin bleiben. Junge. Nur weil du da so eine geile Dancer-Pose machst, ne? Fühlt sich stark oder wie? Meine Fresse, was ist das denn? Wieso brate ich hier so viele Pokebälle für diese Scheiße raus? Was soll das denn? Der hat noch 20 Lebens... Nicht mit einen oder zwei oder sowas. Aber nee, ich bleib nicht in dem Ball drin. Ich hab komische Pompons an den Fingern. So, ich bring dich jetzt um und brech dir die Knochen und dann werde ich deine Gedärme deinen Kindern zu essen geben. Und deine Frau muss zusehen. Ah! Sowas gibt es doch nicht hier. Scheiße. Ich hätte gedacht, ich kriege hier eine schöne Absicherung rein, dass ich hier ein Pokémon fangen kann. Aber nein, kann ich nicht. Tut mir leid. Scheiße, diese Route ist für mich gestrichen. Und ich habe auch kein Geld mehr, dass ich mir neue Pokebälle kaufen kann. Ja, schöne Scheiße hier aber auch. Bin jetzt ganz unten in diesem Spiel. Meine Fresse, warum ist der da nicht drin geblieben? Ich weiß... Hat denn der für eine Fangrate? 3000 oder was? Oder ist das die Wahrscheinlichkeit niedriger, wenn es eine geringe Fangrate ist? 0, Periode 0 und am Ende dann eine 1. So, bis zum nächsten Mal. Ja, verdammt, Maxte, ich weiß, dass es am Ende einer Periode kein Ende gibt.